muss man mich ganz gut hören. Es ist mal wieder soweit. Tauber Talk geht in die vierte Runde. Viertes Heimspiel hier in der Saison. Es gibt wieder Bier. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Wir haben leider schon wieder die Punkte abgeben müssen. Aber ich denke, heute haben wir einen guten Kampf geliefert. Ich habe hier als allererstes den Gästetrainer Lukas Ehrmann. Und wie immer fragt man auch mal den Trainer der Gästemannschaft, wie er so das Spiel gesehen hat. Wie ist dein Fazit, Lukas? Ja, wunderschönen guten Abend erstmal. Ja, es war das erwartet harte Spiel für uns. Wahnsinnig kämpferische Leistung von Tauber Bischofsheim. Bis zuletzt gekämpft. Klar, das war schwierig. Das wussten wir schon von vornherein, dass wir hingefahren sind. Aber dennoch haben wir, würde ich sagen, das ganz gut gemacht. Am Anfang sind wir schlecht reingekommen, die Partie, haben hinten auch keine Bälle gehalten so richtig. Ja, Abwehr hat nicht so ganz gepasst. Dann fehlen die Tempo-Gegenstöße, die wir in der zweiten Halbzeit eigentlich ganz gut durchsetzen konnten. Und ja, ich denke, letztendlich ist das ein verdienter Sieg. Klar, hätte noch knapper werden können, aber ja, trotzdem Glückwunsch für die kämpferische Leistung. Ja, danke. Ja, ihr geht hier ganz klar als Favorit in das Spiel rein. Wie sah eure Vorbereitung auf das Spiel aus? Es ist immer hier hochzufahren, ist eine recht lange Anreise. Wie habt ihr euch allgemein vorbereitet auf das Spiel heute? Ja gut, die Reise, die muss jeder hier antreten. Da kommt keiner drum rum. Klar, das ist, schwere Beine hast du, wenn du aus dem Bus kommst. Die haben wir uns vertreten ein bisschen. Und unter der Woche haben wir vor allem sind wir auf die individuellen Stärken eingegangen. Nummer 7. Zum Beispiel die Körpertäuschung, ja, das sind alles Bewegungen, die damit einfließen, wichtige Sachen. Ja, und als letztes vielleicht noch, es kristallisiert sich jetzt dann doch in der Liga heraus, 4 Spitzenmannschaften, die setzen sich wohl etwas ab gerade. Wo seht ihr euch so in diesen 4? Ist Platz 1 für euch drin? Ist das euer erklärtes Ziel hier? Grundsätzlich ist alles möglich, das sieht man mit der Punkteverteilung. Wir gehen jedes Spiel alles und dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt. Alles klar, vielen Dank an Lukas Ehrmann, den Gästetrainer. Bleib ruhig noch ein bisschen hier, es stehen noch ein paar Bier auf dem Tisch. Und ansonsten wünschen wir dir und der ganzen Mannschaft und euren ganzen mitgereisten Fans eine gute Heimreise, kommt gut nach Hause. Martin? Wirsch. Martin, wir stehen wieder hier, jetzt haben wir die Punkte wieder liegen lassen, aber ich denke, es ist ein bisschen anders als das Rotspiel. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal schönen guten Abend, schön, dass noch so viele geblieben sind. Natürlich Glückwunsch an den Gegner und an den verdienten Sieger, Glückwunsch Lukas. Ja, jetzt ist es natürlich wieder mal sehr schwierig, heute irgendwie die richtigen Worte zu finden. Es ist einfach knallhart, diese Liga, ja. Jeder Fehler wird einfach so dermaßen bestraft und wir machen einfach zu viele Fehler und das ist einfach das, wie sich so ein, jetzt schon die ganze Saison, das ist der 9. Spieltag und wir machen immer wieder zu viele Fehler, ich habe jetzt hier gerade die Statistik und dann komme ich letztendlich immer wieder auf den Punkt und sage, wir müssen die Fehlerquote niedriger halten und dann können wir hier ein ebenbürtiger Gegner sein. War mir auch in der ersten Halbzeit, wie du es ansprichst, ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir haben zum ersten Mal in 30 Minuten wirklich konsequent guten Handball gespielt, auch kämpferische Leistung geboten. Das hat man so in der Saison und hier vor allem auch noch nicht. Und ja, wie wir dann aus der Kabine kommen, das ist natürlich dann auch wieder, ja, das hat uns das Genick gebrochen. 5 Tore Rückstand aufholen, haben wir auch wieder geschafft. Das waren so diese HSG-Tugenden, die ich jetzt wieder mal gesehen habe und hoffentlich auch in den nächsten Spielen sehen werde. Aber da müssen wir uns dann festhalten und ja gut, schwierig jetzt da die Worte zu finden, aber die Statistik letztendlich spricht Bände und da müssen wir einfach gucken, die Fehlerquote zu minimieren und dann sind wir auch erfolgreich. Ich bin so an sich mit manchen Punkten sehr zufrieden, wie wir Handball gespielt haben heute. Jetzt sind wir schon bei der Spielanalyse, ne? Ja, aber ich führe es einfach mal fort. Ja. Dementsprechend sind wir schon einen Tick weiter. Also ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall weiter sind, in die Richtung gehen, wo ich hindenke, aber nach wie vor noch zu sehr zur Mitte. Ja. Sehr so, ich würde sagen, wir gehen dahin, wo es weh tut, zu viel. Ja. Gerade zu den großen Leuten, jetzt heute im Mittelblock.
Und das hat uns letztendlich zu viel Kraft gekostet. Und die freien Dinger, 3-7 Meter waren es, glaube ich, halt auch. Dann etliche freie über Nahtstelle 1, 2 und 5, 6. Ich denke da jetzt so ein bisschen an Felix Bloser, der hat, glaube ich, 3 vergeben. Und ja, da musst du einfach in so einem Topspiel gegen eine gute Mannschaft, musst du einfach die Dinger nutzen. Und dann hältst du da mit und gewinnst es am Schluss vielleicht sogar. Ja, knapp. Ja, lass uns mal einen Blick drauf werfen auf die kommenden Wochen. Wir haben 3 Heimspiele, also das war das erste, jetzt folgen noch 2. Wenn ich richtig geguckt habe, haben wir immer eine Woche Pause zwischen rein. Ich glaube, jetzt haben wir das nächste Heimspiel in 2 Wochen erst. Wie willst du das angehen? Tut es vielleicht auch ein bisschen gut, dass jetzt mal nicht nächste Woche gleich der nächste Kracher kommt, sondern erst in 2 Wochen, dann mit Leutershausen. Leutershausen hat, wenn ich richtig geguckt habe, heute gegen Flankstadt überraschend gewonnen. Wie sieht da die nächsten Wochen aus? Ja gut, erstmal muss man das Positive, was heute war, ansprechen. Da müssen wir uns auch wirklich festhalten müssen, diese HSG-Tugenden einfach beibehalten. Wir wissen, wenn wir kämpferisch gegenhalten, dass wir einen guten Handball mitspielen können. Uns fehlt einfach die Konstante irgendwo, dass wir einfach über 60 Minuten lang mithalten. Bei uns gibt es immer einen Break, auch mal einen Bruch im Spiel und dann geht man mit 5 Toren hinten rein. Dementsprechend müssen wir an dem Guten uns heute festhalten wieder. Trotz alledem müssen bei einigen Spielern, glaube ich, mal ein bisschen der Kopf frei werden. Da tut die Pause natürlich vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt nicht unbedingt nächste Woche gleich das nächste Spiel haben. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen arbeiten, im mentalen Bereich vielleicht bei einigen. Und ja, dann hoffe ich, dass in 2 Wochen beim nächsten Heimspiel dann andere Spieler mit einer anderen Einstellung und vor allem anderen Willen auf der Platte stehen. Es war mir heute ein bisschen zu wenig. Also ich habe heute 3 Spieler vor mir gesehen, die sich voll reingehaut haben und die uns im Spiel gehalten haben und wir haben halt 3-7 gespielt. Ja. Torhüterwechsel war dann sehr entscheidend hier noch und das ist dann zu wenig und da wünsche ich mir in Zukunft und da müssen wir dran arbeiten, einfach ein bisschen mehr von allen oder von einigen mehr und da müssen wir ansetzen. Vielleicht als Letztes, du hast die mentale Situation angesprochen in der Mannschaft. Wie siehst du aktuell so die Situation? Ist nicht ganz einfach, ja, vor allem die Heimspiele waren so die letzten Jahre immer, auf die konnten wir uns dann noch verlassen. Wir haben uns viel schwerer auswärts getan, die letzten Runden. Jetzt sind wir mit 4 Niederlagen gestartet. Wie hältst du die Stimmung hoch in der Truppe? Ja, in erster Linie gibt es da gewisse Spieler, die die Stimmung hochhalten und die immer den einen oder anderen Scherz auf Lager haben. Also Stimmung an sich ist eigentlich gut in der Mannschaft, aber ich habe es am Anfang der Saison schon gesagt, mit Stimmung in der Mannschaft gewinnt man keine Spiele. Das ist einfach das Fazit daraus, was man zieht. Klar, Kopf ins Sand stecken ist Schwachsinn. Wir müssen jetzt wirklich weiter gucken. Ich habe da wirklich Hoffnung, dass das auch besser wird und immer besser wird. Wie du es schon angesprochen hast, heute war schon handballerisch wieder wahrscheinlich mit das beste Heimspiel, was wir gebracht haben. Und ja, die Stimmung, die ist gut hier in Dittichheim. Das Umfeld passt. Ich bin hier glücklich und zufrieden. Aber auch ich muss mich jedes Wochenende oder jede Woche wieder neu aufbauen. Und gerade nach so einer Niederlage ist natürlich wieder sehr schwierig. Ich hoffe, dass die Jungs gut trainieren und mir dann dementsprechend das Gefühl geben, dass ich hier einiges doch richtig mache und nicht nur falsch. Ja, ich denke, mit dem Applaus kann man das auch mal bestätigen. Ja, kommen wir zum gemütlicheren Teil unserer Runde. Es gibt natürlich, wie schon angekündigt, wieder eine Bierverlosung mit, ich darf dich mal bitten, einen loszuziehen. Es gibt wieder 2 Sixpack Distelhäuser Pils zu gewinnen. Wir haben ja schon die erste Nummer, 326.